vor etwa einem halben Jahr habe ich mir eine Jagdantenne aus PVC und Schweißdraht gebaut. An sich war das Ganze auch ganz gut, das Konzept an sich war gut. Allerdings habe ich sie halt in Videos nicht oft verwendet, beziehungsweise ich glaube sogar gar nicht. Das lag einfach daran, dass das PVC zu instabil ist dafür, für so eine große Antenne, weil die fürs 140 MHz Band, also fürs 2 Meter Band war. Das heißt, ein PVC-Stück, was über einen Meter lang ist, war dann zu instabil und das hat sich dann verbogen. Gerade bei Wind hat das dann hin und her gewackelt und dadurch war halt der Empfang gestört. Zur Konstruktion der ersten Antenne aus PVC und auch der zweiten Version jetzt aus Carbon habe ich die Anleitung 7DB for 7 Bucks genutzt. Die Anleitung stammt aus Amerika und ist schon was älter, natürlich auf Englisch und hat auch Inch als Bemessung, was man halt dann umrechnen muss. Meine Antenne ist in dem Fall auch fürs 2 Meter Band gedacht, also für 140 MHz habe ich die gebaut und das Design von den Teilen, die man 3D drucken kann, die ich designt habe, das ist aber universell, das heißt man kann für verschiedene Frequenzen die Antenne bauen. Die Antenne besteht nur aus Plastik und Carbon und halt dem Schweißdraht. Dadurch ist das Ganze sehr leicht, inklusive Kabel von ungefähr einem Meter wiegt das Ganze nur 260 Gramm, was echt super leicht ist und es ist halt auch sehr steif und stabil. Das heißt, es verbiegt sich nicht mehr, so wie das PVC. Das Ganze ist auch sehr portabel, weil man durch die Klemmen, wodurch das Ganze am Carbon befestigt ist, quasi einfach nur mit zwei Schrauben die Antenne quasi halbieren kann, was zum Transport sehr gut ist. Mit der PVC-Antenne, die ich halt nicht auseinandernehmen konnte, war das selbst im Auto ein ziemliches Problem, die da reinzukriegen und auch wieder rauszukriegen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Antenne aber nur auf 20 Euro. Das heißt, in dem Fall die zwei Carbonröhren und halt den Rest an Material kosten euch ungefähr 20 Euro, je nachdem, wo ihr das herbekommt. Ich hatte jetzt das meiste halt von AliExpress und noch ein paar Sachen von eBay. Wenn ihr auch eine solche Antenne bauen wollt, braucht ihr folgende Materialien. Zum einen 2x 12 mm Carbonröhren, die sollten ungefähr 50 cm lang sein im 2 Meter Band. Wenn ihr eine andere Frequenz habt, müsst ihr halt schauen, wie lang die sein müssen. Dann braucht ihr noch 4 Klemmen für diese Carbonröhren, das heißt auch wieder 12 mm. Und da sind auch meistens dann schon direkt Schrauben dabei für die Klemmen. Die sind in dem Fall 3 mm. Wenn die größer oder kleiner sind, müsst ihr halt entsprechend die Löcher vielleicht ausbohren. Aber bei der Größe von Carbonrohr sind die Klemmen meistens mit 3 mm Schrauben. Dann braucht ihr natürlich die Teile aus dem 3D-Drucker. Das sind einmal zweimal das Yagi-Element. Das ist dann für einen Direktor und den Reflektor. Und dann braucht ihr noch das Teil für den Driver. Da kommen dann später die Driver-Elemente rein. Sowie auch das Kabel wird da dran gelötet. Das Ganze findet ihr dann auf meiner Thingiverse-Seite. Und dort könnt ihr das dann einfach runterladen und dann ausdrucken. Der Link dazu ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Die Elemente an sich sind aus Schweißdraht gemacht. Und ihr braucht in dem Fall 4 Meter Schweißdraht, zumindest im 2 Meter Band. Und müsst halt wieder schauen, wie viel ihr braucht. Das Kabel ist Koaxialkabel mit 75 Ohm, halt Standard für SDR und Co. In dem Fall halt 1 Meter. Ihr könnt auch ein längeres Kabel dran machen, dann wird die Antenne natürlich insgesamt etwas schwerer. Ich habe dann noch als Anschluss an das Kabel einen BNC-Stecker verlötet. Wie eben erwähnt, braucht ihr für die Plastikteile einen 3D-Drucker. Und deswegen viel Spaß mit dem Zeitraffer. Jetzt, wo wir alle Teile haben, können wir mit dem Zusammenbau der Antenne beginnen. Dafür montieren wir zuerst die Klemmen für die Carbonröhre an den Plastikteilen, schneiden dann die Antennenelemente entsprechend der berechneten Länge aus dem Schweißdraht aus, montieren dann die Antennenelemente in den Plastikteilen. Dafür müssen wir noch darauf achten, dass die bei dem Reflektor und Director auch zentriert sind. Dann montieren wir die untere Carbonröhre im Driver, löten dann den Stecker ans Kabel an, fädeln dieses dann durch die Carbonröhre in den Driver und löten das Kabel dann entsprechend der Anleitung an die Driver-Elemente. Zu guter Letzt montieren wir dann noch die obere Carbonröhre in dem Driver und montieren den Reflektor und Director auf der Carbonröhre.
Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.